Die Rettungs- und Feuerwehrleitzentrale hat von Weihnachten bis Silvester viele Einsätze verzeichnet. Wie war denn die Situation? Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle hier in Feldkirch hat im Vergleich zu dem letzten Jahr in etwa dieselben Einsatzzahlen verzeichnet, mit einer geringfügigen Reduktion um ca. 3%. Gefühlt waren die Einsätze aber wesentlich mehr, da wir mit einigen Spitzen an verschiedenen Tagen zu kämpfen hatten und diese von prekären Straßensituationen bis zu einer Häufung von Skiunfällen an einem Tag sehr eine große Bandbreite hatten. Was waren denn da zum Beispiel? Wir hatten zum Beispiel am 19. eine heikle Straßensituation aufgrund der Schneefälle. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zum Krankenhaus Feldkirch war zeitweise nur mit Schneeketten möglich. Dann hatten wir einige Tage später eine sehr heikle Lawinensituation, die allerdings sehr glimpflich ausgegangen ist. Wir hatten diesbezüglich keine besonderen Einsätze. Am 27. hatten wir eine Spitze mit 20 Hubschraubereinsätzen auf den Skipisten in Vorarlberg und einen Tag später dann eine komplett verstopfte Straße ins Montafon. Ein Fortkommen war bodengebunden kaum möglich. Gab es spezielle Einsätze wie zum Beispiel Christbaum- oder Adventkranzbrände? Ja, diesbezüglich war das Einsatzspektrum mit dem anderer Jahre vergleichbar. Natürlich gibt es hier und da solche Brände und solche Ereignisse, eine Häufung oder außergewöhnliche Situationen waren allerdings nicht zu verzeichnen. Gab es zu Silvester Unfälle oder Einsätze wegen Feuerwerkskörpern? Ja, einige einzelne Einsätze diesbezüglich waren zu verzeichnen. Der Großteil war allerdings aufgrund von Alkoholmissbrauch zu verzeichnen, aber das gehört an diesem Tag eigentlich zum Standard-Einsatzaufkommen. Zusammenfassend, es war etwas weniger los als im Vorjahr. Was für Vorsätze hat denn das RFL für das Jahr 2012? Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle möchte natürlich auch im Jahr 2012 unseren Hilfesuchenden wieder eine optimale Unterstützung bieten, ihnen möglichst schnell das richtige Rettungsmittel alarmieren und schicken und die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit Anweisungen in Erste Hilfe zu überbrücken und so die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zusammen im Team optimal zu nutzen versuchen.